Wunderschön sieht sie aus, die malerische Altstadt von Wiedisau. Viermal ist sie bis ins Jahr 1704 abgebrannt, doch seitdem ist sie praktisch unverändert. Vom Obertor führt die Hauptgasse 250 Meter bis zum Untertor. Genau in der Mitte steht das Geburtshaus der Wiedisauer Ringli. Im Café Amrain sind 1850 die ersten Wiedisauer Ringli gebacken worden. Und auch heute noch produzierte Michael Ränkli die honigsüße Gebäck mit viel Liebe unter einer fast 100-jährigen Biskuitmaschine. Ein echter Könner vom Wiedisauer Ringli, der verbeisst das nicht, sondern der tut das auf der Zunge gehen. Und dann kommen die besonderen Aromen wie Zitronen, Orangen und Honig besonders gut für ihn. Auch die Hauptgutsfabrik, ein bisschen ausserhalb gelegen, ist auf Wiedisauer Ringli spezialisiert. Das Kaffee Amrain und Hug produzieren zusammen jährlich 336 Tonnen. Das wären theoretisch 7'000 Ringli für jeden von den 7'600 Wiedisauer. Genauso gut wie die Wiedisauer Ringli sind auch die Wiedisauer Ringer. Die sind nicht aus Zucker und Mehl, sondern aus Fleisch und kämpferischem Wiedisauer Blut. Dank dem sind sie 13-fache und amtierende Schweizer Meister. Zu einer richtigen Meisterfeier gehört natürlich auch ein richtiger Schnaps. Und der wird gerade in Wiedisau selber gebrannt. 6 Millionen Tonnen Früchte werden in der grössten Brennerei der Schweiz jährlich zu 7 Millionen Flaschen Schnaps verarbeitet. Da entsteht, wer wundert's, zum Beispiel auch der Wiedisauer Ringli-Likör. In Wiedisau hat es immer noch fast 200 Bauernhöfe. Zmitzt in der Landwirtschaftszone finden wir schon wieder eine Flasche. Und zwar die grösste der ganzen Schweiz. Willkommen im Wiedisauer Flaschenmuseum. 35'000 Flaschen hat der Sepp Stadelmann gesammelt. Leere und gefüllte, tierische und menschliche. Da habe ich eine Postkarte bekommen, da drauf steht, ich habe für Sie eine Flasche, die sieht aus wie ein Popo und hat ein weißes Höschen an. Am Flaschensepp seine Wohnung ist übrigens im gleichen Haus. Da finden wir Flaschenlampen, ein Flaschenbett und sogar ein Flaschenlavabo. Alles andere als Flaschen sind die Wiedisauer im Karnöffle. Zuoberst im Landvogteischloss in der Zunftstube wird regelmässig karnöffelt. Das ist wie ein Jassen, einfach tausendmal komplizierter. Karnöffel ist der Gründungsname der ersten Wiedisauer Fasnachtszunft. Zum Schluss verraten uns Karnöffler noch ein kleines Geheimnis. Nur wer das Ringli mit dem Ellbogen genau in vier Teile bricht, ist ein echter Wiedisauer.